In zahlreichen Orten der Region ist am Dienstag an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnert worden. Im Martin-Luther-King-Haus in Hoyerswerda gedachte Oberbürgermeister Stefan Skora der Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges und mahnte an, die Opfer nicht zu vergessen. In der Gedenkstunde wurde auch eine Dokumentation über Justin Sonder gezeigt. Der KZ-Überlebende wurde am 18. Januar 1945 auf den Todesmarsch von Auschwitz geschickt und später befreit. Der heute 89-Jährige war erst in der vergangenen Woche zu Gast in Hoyerswerda, um Schülern als Zeitzeuge von den Grausamkeiten des Naziregimes zu berichten. Im Anschluss wurden im Ehrenhain Kränze und Blumen zum Gedenken niedergelegt.